Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Touring. Wir fahren jetzt zum Händler. Nebenbei werden wir gleich noch einen Kurs erfahren. Und zwar von dem Kurs, der aktuell bei der Abzeichnung nicht abgeht. Da werden wir uns anschließen. Weil aktuell dieses Jahr ist ja ein Kurs und der Kurs geht aber in eine andere Richtung. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, da geht genau von hier ranzukommen. Das heißt, wir werden die Straße doppelt nutzen, in beiden Richtungen. Wenn es anders geht, müssen wir es mal versuchen. Jedenfalls fahren wir mal zum Händler, holen die anderen so eine D-Maschine. Und hier geht es schön her, zwei Stück, und der geht hierher. Das können wir so machen. Wir sehen, da vorne ist ja noch ein Kurs, der kommt von rechts. Und von da werden wir ansetzen und nach rechts fahren. Also der Weg, der nach rechts kommt, bei den Bäumen beim Wald. Licht anmachen, ne? Wir zappen düster hier. Genau, und hier mache ich das. Hier liegt noch Gras. So, das heißt, wir werden mal ein Stück zurückfahren. Ein bisschen. Nicht zu schräge zum Wald hin. So. Fangen wir an den Kurs. Und zwar Richtung Händler jetzt. Wir fahren wir schön rechts. Vielleicht fahren wir auch hier zurück quer. Weil zum Händler müssen wir öfter mal fahren, auch holen. Und dann ist ganz gut, dass man die Fahrzeuge automatisch hinfahren lassen kann. Dadurch sparen wir uns viel Zeit und wir können uns um die anderen wichtigen Aufgaben kümmern. Und müssen dann nicht jeden Meter alleine fahren. Bei so einer großen Karte, da muss man ein bisschen eintakten, ein bisschen verteilen. Die Arbeit auf dem KI. Was sicherlich gut möglich ist hier, ne? So, fahren wir schön weiter hier, ne? Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Musik hören. Der Traktor ist ja schon laut, ne? Auch wenn ich mit rechts fahre, falls noch nur zwei Fahrzeuge fahren sollten, hätte ich nicht mehr aufgefahren. Wenn man den Kurs kann man zum Glück ein bisschen verschieben. Manuell, wenn er raus, geht noch. Und wenn es sein muss, muss es ja nicht sein. Ne? So, jetzt hier ist ein bisschen kompliziert. Also normalerweise würde der Kurs ja gerade noch weitergehen. Aber das kann man ja später wieder erweitern. So, jetzt fahren wir hier rüber. So, die Amazone Seemaschine abholen. Hier ist ein bisschen schwierig mit hier Eiberstraße. Ideal, aber leider wird sich hier nicht ganz so machen. Hier werden wir im Kreis fahren. So, machen wir hier einen Punkt. Machen wir nochmal Aufnahme Ende. Dann schauen wir an Händler. Weil du schreibst alles klein. So.
Handler, nicht Händler. Ja. Gut, dann haben wir bestellen. Jetzt haben wir einen Punkt. Jetzt können wir die Maschine nehmen. Die hat sich bewährt an sich. Das ist eine Standardmaschine. Ist ganz gut. Ja, Weizen passt mir auch. Ich habe mir versucht, im Livestream schon mal die Ausschau zu machen mit einer anderen Maschine. Leider festgestellt, erstmal hat es sich verhagelt und zweitens ist das Hauptproblem war gewesen. Dass ich hätte vorher gucken müssen. Und ganz ehrlich, das muss ja nicht sein, wenn man das ändert. Ne? So, jetzt machen wir den Kurs weiter. Hier werden wir versuchen, rechts zu fahren, aber wie gesagt, das wird nicht ganz funktionieren, wenn mehrere Fahrzeuge fahren würden. Ja, also, nicht ganz klappt, hundertprozentig. Das will man nicht gerade hier treffen, das ist ungünstig. Ne? Aber gut. Später wird ja der Weg weiterführen, der Kurs Richtung Fentenroll. Ich glaube 28 oder 29. Und dann ist auch nicht mehr zwangsläufig, dass alle den Händler fahren. Also muss ich nach und nach die Wege erweitern. Das Streckennetz. Nach Möglichkeit optimal, ne? Aber gibt sich Leben dahinter, wenn man besser weiß. Besser machen hätte man können. Aber korrigieren können wir immer noch. Ne? Es ist mir ganz wichtig, dass die Hauptstraßen immer gut funktionieren. Dass wir die wichtigen Punkte anfangen können. Den eigenen Hof, die eigenen Felder und natürlich die einzelnen Verkaufsstellen später. Ne? Das will ich ja irgendwann mal alles fertig haben. Gut. Ja, man muss sich das nur speichern oder so. Weil wenn eine neue Karte kommt, beziehungsweise die Karte aufgewertet wird mit verschiedenen Funktionen und anderen Bereichen, Händler und so, kann es sein, dass ich das nochmal starten werde, aber dann versuche ich alles möglichst höher zu nehmen. Nach Möglichkeit. Ich werde da natürlich nicht alles mitmachen können, aber ich versuche wenigstens die Tiere zu bringen, weil die Tiere sind ein bisschen aufwendig. Ansonsten starte ich im Frühjahr neu und werde mir die Gerätschaften. So, jetzt geht's in den Weg anschließen, weil der ist ja schon mal in die Richtung, da kann man nicht vorfahren. So, gewinnen. Das ist nun egal, ob da oder da. Hauptsache ist, zur Aufnahme ist beenden. Ist fertig. So. Jetzt fahren wir zum Hof 3 und holen uns entsprechend Saatgut. Genau. Und jetzt fahren wir zum Feld Nummer 48 und 49. Ich werde beide Felder mal durcheinander. Beide Felder auf jeden Fall. Da war Raps drin gewesen, da werden wir Weizen einsehen. Sollte kein Problem sein. Da werden wir noch einen Kurs einfahren mit einem Güllewagen. Mit einem kleinen für Gülle. Dann können wir das automatisch machen lassen. Und ich glaube, viel Gülle da. Man guckt hier in dem Stall. Das ist nicht so zu bringen. Der hat 346 Liter Gülle. Ich hab neue Kälber. Na ja, gut. Das geht. Gut versorgt.
Die Sauberkeit werden gut. Ja, dann muss ich auch noch morgen früh alles beigehen. Oder heute noch zumindest mal grob reinigen. Ne? Ich glaube, ich brauche es. Einmal die Sattellüfter hier, ne? Die werden mal aufklappen und dann gleich reinfüllen. Wir haben ja Paletten bestehen mit Saatgut da, aber die werden wir auch brauchen. Denke ich mal. Oh, Diesel. Aber auch gleich. Dünger auch noch rein, ja. Ich dachte schon, geht nicht, weil wir eine Tankfüllung genommen haben. Aber das passt schon so. So, das fahren wir Feldmoro. Ja, genau. 49, 48. Im Hellen werde ich die Felder anfließen noch ein bisschen. Im Kurs, der Kurs. Ja. Feldrandkurs auch einfahren. Düngefahrzeug. Felder. Und dann werde ich zur nächsten Folge erstmal schlafen. Das heißt, wird hier keiner mitbekommen. Ich werde dann mit der Aussage von Rocky noch beginnen. Wenn du 3 Stufen Wachstum rein und ein Pech hast, ist das nicht so ideal. Ne? Wir fahren mal raus und sagen dann gute Nacht. Mache ich die Folgen weiter auf wegen Altmorgen, ne? Diese Folge für Samstag halt. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch allen. Feldmoro 60, da wollen wir die Sonnenblumen ernten. Hoffe, dass morgen früh entsprechend dann entsprechend vom Moor an sich trocken ist. Ne? Nicht, dass das Boden feucht ist, kann aber passieren. Das, ja, könnte passieren und wird auch passieren, dass es feucht ist. Die ersten Stunden fahren wir das. Wahrscheinlich. Und wenn wir Glück haben, sind wir schon. Also auf dem Hintern von Feld. Ja. So, was brauchen wir noch? Da ist ein Feldrandkurs angeschlossen. Da werden wir auch entsprechend ein nochmal Licht machen, ne? Kommen wir vom Feld vom Hof. Das heißt, wir müssen ja nicht aufs Feld rauf. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist nicht äußerst ungünstig, wenn wir aufs Feld rauf fahren würden. So. Das heißt, hier beginnen wir ganz kurz und fahren hier rauf. Hier ist dann der Punkt. Ja. Feld 49. Das ist nicht ganz wichtig, das muss jetzt einigermaßen passen. Man kann zwar auch hinterher noch korrigieren. Das ist sicherlich möglich, aber immer Fehler da. Ne? Wir müssen aber auch einen Kurs haben für runterfahren. Ne? Das heißt, von da
kommen. Ich bin mir zwar nicht ganz genau sicher, ob das richtig ist, aber ich kenne es nicht anders und ich mache es mal so, ob es nicht klappt. Jo. Das werde ich dann merken, ne? So. Jetzt fahren wir hier wieder zurück. Angeschlossen. So, liebe Tor, das soll es dann für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und sagt mal Tschüss und Ciao. Ja, morgen geht's weiter hier in Thüringen. Tschüss.